Ja, alles gut. Keine Sorge, du hältst mich nicht auf. Okay, dann mach aber langsam nicht, dass dir da was daneben fällt oder wie oder was, ne? Verschrei's jetzt lieber nicht. Hey, Rob hier. So, die Treffensaison 2024 ist schon vorbei. Auf jeden Fall sehr erfolgreich. Allerdings habe ich auch gemerkt, obwohl alles cool aussieht, es gibt ein paar technische Wehwehchen, an die ich mich noch kümmern muss. Und jetzt, wo die Saison vorbei ist, wann ist ein besserer Zeitpunkt? Deswegen, let's go! Auf jeden Fall ist schon mal gut zu wissen, dass Cookie anspringt. Weil er tut das ja manchmal nicht, weil der Anlasser, obwohl er neu ist, manchmal streikt. Wie zum Beispiel letztens bei der Preisverleihung. Der Hauptgrund, warum ich jetzt heute das Video mache, ist nämlich der unruhige Lauf auf der Autobahn. Nämlich ab 100 km/h fängt er an zu stottern. Aber so richtig zu stottern, so als ob plötzlich die Zündung wegfällt. Und ja, ich weiß, das ist ein Luxusproblem. Denn die meisten 126er haben dieses Problem nämlich nicht. Aus einem offensichtlichen Grund. Meine Vermutung ist folgende. Ich habe tatsächlich beim Zündspulentausch Iridiumkerzen eingebaut. Und ich habe die Vermutung, dass die einfach zu lang sind. Weil es gab zwei Varianten. Es gab vom 126er zwei Motorvarianten. Ein 600er und 650er. Und es gab auch Unterschiede zwischen den Zylinderköpfen, nämlich ich habe einen Rundkopf, sieht man hier, schön rund, und es gab einen eckigen. Die eckigen hatten längere Kerzen gehabt, die Rundköpfe hatten kürzere gehabt. Ich habe längere Kerzen bekommen, habe mir auch gedacht, komisch, normalerweise sollte das nicht so sein, habe die trotzdem mal montiert. Hab nochmal durchgedreht, um zu gucken, ob es vielleicht irgendwo zu einem Kontakt kommt. Kam es nicht. Der Wagen startete, lief ganz normal in der Stadt. Deswegen dachte ich mir, okay, es wird keine Probleme geben. Ja, die Probleme gibt es tatsächlich erst bei höheren Umdrehungen. Deswegen, müssen wir nochmal die alten einbauen. Und gucken, ob dann das Problem mit dem Stottern bei höheren Geschwindigkeiten weg ist. Mal schauen. Wie man hier sehen kann, sind die Kerzen schwarz wie die Nacht, riechen auch ordentlich nach Sprit. Und das ist nämlich das zweite Problem bei Cookie, wo wir eigentlich dachten, dass wir es schon gelöst haben, nämlich dem Vergaser. Das war ein Tuning-Vergaser aus Italien, den ich bestellt hatte, weil mein Alter tatsächlich die Risse hatte. Und es hat sich herausgestellt, dass der viel zu große Düsen drin hatte. Und einfach Sprit reingespuckt hat wie noch was. Ja, und deswegen sind die Kerzen so schwarz. Da brauchen wir auch nicht wundern, warum der zum Beispiel auch solche
Fehlzündungen hatte. Jetzt mache ich mal wieder die alten rein. Die Düsen hatten wir schon jetzt getauscht. Vielleicht wird es dann besser sein. Mal schauen. Erstmal von Hand. Man will ja schließlich nicht das Gewinde kaputt machen. Jo, hi. Hi, na, wo steckst du? Ja, ich bin gerade in der Garage. Und sonst alles okay? Ja, sonst alles gut soweit. Ich zieh gerade selbst die Iridium-Zündkerzen beim Maluch, ne? Ja. Die sind schwarz wie die Nacht. Hm. Und stinken nach Sprit. Das Gewinde ist auch voll mit Sprit. Ja, du, der ist ja normal, wenn der nicht richtig verbrennt. Ne? Ja, ich hoffe nur, dass der jetzt inzwischen, dass das noch alt ist. Weil ich glaube, wir haben die Düsen ja erst später getauscht, als dass wir die Kerzen getauscht haben, deswegen. Ja, das ist ja klar. Die Zündkerzen waren drin, bevor ich die Düsen gewechselt habe. Ja, da sind wir ja noch auf den Kerzen, glaube ich, noch nach Erbach gefahren, ne? Ja, dann kein Wunder, dass die so schwarz sind. Ja, na gut. Okay, da will ich dich nicht weiter aufhalten. Ich versuche mal später zu uns anrufen. Ne? Ja, alles gut. Keine Sorge, du hältst mich nicht auf. Okay, dann mach aber langsam nicht, dass dir da was daneben fällt oder sieht oder was. Ne? Verschreiß jetzt lieber nicht. Na gut. Nee, also ich achte schon drauf. Ja, alles klar. Dann bis heute Abend. Dann bis heute Abend. Ruhige Schicht. Jo, danke. Ciao. Ciao. So, wie man sieht, ist beides absolut nicht ideal. Wie man ja am schwarzen Rauch noch gesehen hat, der verbraucht viel zu viel Sprit. Aber mal sehen, ob das Stotterproblem weg ist. Ich fahre jetzt noch ein bisschen warm und dann geht es erstmal kurz auf die Schnellstraße. Und dann schauen wir mal, wie er sich dann da verhält. Und ja, wenn es daran nicht liegt, neuer Vergaser. Weil da muss dann noch irgendetwas nach oben gefuscht sein, wovon ich dann keine Ahnung habe. Und ja, dann probieren wir uns mal aus, ne?
few moments later. Kaum erreichen wir die 100 km/h, fängt Cookie an zu stottern. Also liegt es nicht an den Zündkerzen. Es riecht sehr, sehr stark nach Sprit. Also denke ich, es wird tatsächlich der Vergaser sein. Dass beim Vergaser noch irgendetwas nicht richtig ist, dass da noch irgendwas rumgefuscht wurde, warum er jetzt weiterhin absäuft. 12 seconds later. Schön an einem Berg. Richtig geil. Ach, Cookie. Ich bin jetzt gerade am Berg. Läuft wieder. Dank dem Kollegen im E30. Okay, so erstmal. Dankeschön ciao, dafür. Viel Spaß und viel Erfolg bei der Weiterfahrt. Da sieht man sich dann nochmal. Ne? Ja. Wirklich schöner Wagen. Danke. Dankeschön. Und das ist die Oldtimer-Community. Ja, und so wie es aussieht, hat das noch nicht geholfen. Also, aber die Testfahrt war wenigstens aufschlussreich. An erster Stelle nochmal danke an dem E30. Du hast mir wirklich extrem geholfen. Vor allem, weil es ja auch noch so abschüssig war. Und ich den natürlich alleine nicht hochgeschoben hätte. Also an dieser Stelle absolutes Dankeschön dafür, dass du mir wirklich den Arsch gerettet hast. Und daran sieht man wieder, die klasse Community hält einfach zusammen. Richtig geil. Vielen lieben Dank. Dann wieder zurück zu Cookie. Auf jeden Fall, was ich jetzt gemerkt habe, der Anlasser ist generell überholt, merkt man aber nichts davon. Richtig geil. Und obwohl wir jetzt schon die kleineren Düsen eingebaut haben, verschluckt er sich halt eben noch extrem. Dementsprechend ist jetzt dann der Plan, einen originalen Vergaser einzubauen. Einfach einen komplett originalen Vergaser einzubauen und einen komplett neuen Anlasser, weil das kann ja nicht angehen, dass das die ganze Zeit so läuft. Ich will auch einfach mal anmachen können, fahren und fertig. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, was ich jetzt zu tun habe. Ja, das war jetzt ein kurzes Video für zwischendurch. Kleines Abenteuer auf jeden Fall. Und ja, bald ist Payday, da kann ich wenigstens die Teile bestellen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.